Okay. Ich weiß, wie deiner heißt. Die Stoßenden sind fort. Die Meinige kann wieder im Wald spielen. Die Meinige dankt der Laufenden. Die Meinige ist für immer eine Freundin der Laufenden. Die Meinige hat keinen Bock mehr auf die Deinige. Die Meinige ist froh, wenn sie dieses Gebiet abgequestet hat. Aber dann kommt ja immer noch der wilde Stamm. Die Hilfreiche ist zurück. Die Meinige hat ein Problem. Als die Meinige letztes Mal vor dem gemeinigen Stoßenden weglief, hat die Meinige drei Garspinnen mit Wolkenseide fallen gelassen. Die Meinige hat den dornigen Ort wieder und wieder abgesucht, aber nichts gefunden. Oh, die arme Meinige. Die Hilfreiche wird helfen, ja? Warum? Warum soll ich helfen? Ich weiß noch nicht mal was dafür. Können die Dinger... Ich kann nicht mehr lesen. Okay, konnte die Deinige die lästigen Mückigen matschig machen? Jetzt aber. Ja, die Meinige konnte das. Mhm. Das Diesige mit dem Dämigen. Das sind doch keine Wörter. Und das Dortige mit dem Dasigen. Ja, fabelhaftig. Wo sind meine Mystery? Ja, wo sind sie denn nun? Mal damit fliegen. Hier bitte. Dieser Talismanige zum Anziehen ist für die Deinige. Er wird der Abenteurigen auf ihren Wegen sicher helfen und alles Bösige von ihr abhalten. Der Dank der Meinigen wohnt ihm inne. Bewahre ihn gutig auf. Ohne Witz, die Kinder merken sich das und sagen das dann in der Schule. Alter Kitty. Kitty übertreibt jetzt einfach völlig. Alter Falter Kitty, ey. Das ist doch irre. Danke für 5 verschenkte Subs an die Community. Und sind Sibyl, ein Facial, ein Fenris, ein Ryan und ein Ikishi. Du bist doch irre. Wolltest du nicht sparen? Du bist doch irre. Denk an deinen Urlaub. Dankeschön. Dankeschön, Kitty. No, so nie von dir. No. Okay, das heißt, du setzt dich zu denen. Ich habe Ikishi erwischt. Ja, du hast ihn erwischt. Das heißt, wir haben jetzt... Warte mal. Eine Stunde plus. Eine Stunde 40 plus. Wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechne, oder? Nee. Nee. 2 Stunden. Ja. 2 Stunden sind es dann. Also hiernach sind es noch 2 Stunden mehr. Also bis 22 Uhr. Ich muss sogar das mal selber rechnen. Ja, mehr Pfötchen. Ja. Gut, dass ich meine Burger schon vorbereitet habe. Gut, dass ich meine Burgerchen schon vorbereitet habe. Ach, da ist der Kitty wieder. Kitty! Oh mein Gott. Mir Pfötchen, ja. Yay! Aber hey, dann schaffen wir sogar noch ein bisschen Story. Brauchen nur noch ein Level, dann kann ich Story weitermachen. Gut, ne?
Die Unsrigen müssen im Sonnenlicht baden. Ohne Sonnenlicht werden die Unsrigen krank und verschrumpeln zum Nichtigen. Dank der Laufenden können die Unsrigen wieder im Sonnenlicht baden, ohne dabei von Mücken zerstochen zu werden. Die Laufende lebt noch. Juhu! Wir nehmen das da. Noch eine Quest hat die Alte nicht, ne? Gut. Also sowieso nicht, ob das Männchen oder Weibchen sind. Ich weiß gar nicht, welches Gebiet dann als nächstes rankommt mit Questen. Na, das hier brauche ich noch. Bestiarium mache ich jetzt nicht. Weil dann bin ich ganz schnell überlevelt. Und ich will mich hiermit noch ein paar Nebenquests abarbeiten. Im Wald. Warte mal, das mache ich mal ganz fix mit dem Baden. Dann kriege ich keine Kämpfe. Kriege ich keine Kämpfe mehr. Ja, ich habe ein Problem. Aber dann können wir noch die nächsten Nachschubslieferungen machen. Ein paar Euro, die hole ich schon irgendwie wieder rein. Hauptsache mehr Fötchen vor. No. Ja, du bist schön. Danke für. Danke für. Ich meine, unterstützt mich damit ja auch ein bisschen. Danke für. Ich hab ja mit allem gerechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet. Da. Ja, erstmal. Wo ist die Alte jetzt? Okay. Ohne Seide kann die Meinige nicht weben. Was soll die Meinige nur tun? Ja. Die Seide der Meinigen, die Meinige kann wieder weben. Die Hilfreiche ist sehr nett. Die Meinige dankt der Hilfreichen von ganzem Herzen. Vielleicht gehofft es, den König der Flachwitze auch zu treffen. König. Ach so. Ach ja, okay. Ich verstehe. Naja, aber. Warte, wen hat es nochmal alles erwischt? Fenris ist ja oft da. Ryan. Also, Ryan Schink hat auch öfter schon reingeguckt. Kishi. Er hat doch Fälsch hat es auch richtig erwischt. Fälsch war jetzt auch wieder öfter da. Simsamel, ja gut. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube länger nicht mehr da. Ich weiß es aber nicht. Sicher bin ich mir jetzt nicht. So, bis auf die Quest da oben habe ich alles abgequestet hier. Bisher. Bis jetzt. Ich habe es übrigens auch mit der falschen Klasse gerade abgegeben. Passt. So, Bestiarium mache ich von anders. Dann Südwald. Kishi war ein oder zweimal da. Der guckt ja nicht viel Twitch. Ja, hatte Kishi berichtet. Aber trotzdem. Athos. Danke für das Geschwister. Ja. Ja, Kitty war gerade großzügig. Fenris, viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, sie gefallen dir.
Jetzt bist auch du im Besitz des Boings. Hier konnte ich auch gut... Ach ja, hier hatte ich schon fast alles. Aber hier ist halt noch was Neues, ne? Hier hinten kann ich auch noch mal. Okay. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Abenteurerin. Wir haben große Probleme mit Wilderern, die den ganzen Wald mit Fallen spicken. Die Wilderer jagen nicht zur Selbstversorgung, sondern um sich auf Kosten der Natur zu bereichern. Sie zerstören das natürliche Gleichgewicht im Finsterwald. Außerdem sind die Fallen mittlerweile so raffiniert versteckt, dass sie auch eine Gefahr für die Bewohner von Mühlenbruch darstellen. Vor allem für Kinder, die achtlos in der Nähe der Siedlung spielen. Wenn du uns helfen könntest, die Fallen aufzuspüren und einzusammeln, wären wir dir unendlich dankbar. Und falls dir dabei einige der verruchten Wilderer über den Weg laufen, mach sie am besten gleich mit unschädlich. Dufte demonstriert das erstmal. Ist gut, alte Boing. Achso, das kann ich erstmal. Nee, das ist... Das hier ist Südwald beginnen. Boing. A boing. A boing. Es boingt so schön. Das Katzen-Emote. Achso, ich hab grad was verpeilt. Muss da wieder. Das? So. Wunderbar. Das. War das? Damit habe ich den einen Freibrief jetzt auch endlich mal weg. Geleitschutz im Ostwald habe ich mal wieder verpeilt. Gucken, wie ich das jetzt noch hinkriege. Okay. Gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal. Da ist ein Fangeisen. Achso, das war gar nicht mehr meins. Das Schlimmste ist, ich muss dann wieder so elendig viel Klassenquests nachholen. Aber das mache ich nur, bis ich, wenn ich bei 30 dann bin. Weil ich bei 30 bin, mache ich die Klassenquest. Da habe ich da wieder so viel nachzuholen. Ich mach das dann eh wieder nicht. Ich kenne mich. Ich muss da hinten hin. Oh, ich habe was verkauft. Nice. Bin ich blöd? Ach da. Ich bin blöd. Aber umsonst rumgelaufen. Dann habe ich da hinten noch ein paar Quests. Wie ist es dir da draußen ergangen, meine Liebe? Wirklich so viele Fallen hast du gefunden? Das ist beruhigend und beunruhigend zugleich. Wenn die Wilderer weiterhin so aktiv sind, wird uns das in große Schwierigkeiten bringen. Denn allem ist nur dieser Größenwahnsinnige schuld, der sich König der Wilderer nennt. Ich werde bei der nächsten Ratssitzung anregen, die Zahl unserer Patrouillen im Wald zu verdoppeln.
wunderbar. Es wird weniger mit Quests. Es wird immer weniger. Mein Gott, ist das nicht schön. Aber im Nordfeld kann ich, glaube ich, noch nichts machen. Das ist dann erst ab 28. Leider. Hallo, du bist die Abenteurerin, die Buskorn zur Hand geht. Ich könnte auch deine Hilfe gebrauchen. Natürlich hat mir ein Händler aus Ulda sein Leid geklagt. Er wurde auf dem Weg durch den Wald von einem blutrünstigen Monster angegriffen und konnte nur mit knapper Not entkommen. Nach ein, zwei Gläsern Honigwein stellte sich dann heraus, dass dieses blutrünstige Monster eine Antilope war. Das muss man sich mal vorstellen. Antilopen sind normalerweise sehr friedlich. Irgendwas muss sie derart in Angst versetzt haben, dass sie auf alles Fremde aggressiv reagieren. Kannst du eine dieser Antilopen erlegen? Hier, nimm eine Portion Sperber-Eisuppe. Damit kannst du sie schwächen, bevor du gegen sie kämpfst. Ich möchte nicht, dass du ein zu großes Risiko eingehst. Alles klar. Schön. Kriegen wir hin. Okay, die Stellung sollte gar nicht einmal zumachen. Wie schließe ich das denn hier nochmal? So. Ich habe hier nämlich 30.000 Tabs offen. Muss ich ja manchmal alle schließen. Jetzt möglich ist. Jetzt. Ja. Dahin. Ach, du Heilige! Wie viel hat der denn? Na, du hast den alten Buskorn mit deiner Geschichte über die Galea ja ganz schön aufgeschreckt. Er macht sich große Sorgen um den Horst und die Reisenden im Wald. Mir ist eine gute Idee gekommen, wie wir für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen können. Du weißt bestimmt, dass im Wald viele Räuber und Wilderer unterwegs sind. Allen voran die Rotbauchwespen und die Kurlklauen. Sie haben selbst einiges auf dem Kerbholz. Und mit dem galeischen Kaiserreich würden sie niemals gemeinsame Sachen machen. Deshalb schlage ich vor, du gehst zu ihnen und bittest sie, nach unserem gemeinsamen Feind Ausschau zu halten. Mhm. Du siehst mir ganz danach aus, als hättest du schon einige Kämpfe erlebt. Kannst du für mich ein paar gefräßige Monster erschlagen? Und zwar geht es um Schmalmaulobern, die den Fischbestand im Fluss östlich von hier ganz schön dezimiert haben. Drei weniger und das natürliche Gleichgewicht dürfte wiederhergestellt sein. Wenn du das erledigen könntest, akzeptieren dich bestimmt viele hier als Stammgast und du hast ein Gut bei uns. Ich glaube kaum, dass drei schon... Nein, egal. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Hybrid, danke für die 50 gemauzten Bits. Und den Schock, den du mir versetzt hast. Mein armes Herz, ich sterbe irgendwann um eines grausamen Todes. Weil dieser Alert so verkackt laut ist. Aber ich liebe ihn. Ich liebe diesen Alert. Wie war dein Essen? Hybrid, wie war dein Essen? Ich hoffe, es hat gemundet. Gott, ich kann nicht mehr reden. Verzeih mir, dass ich dich in letzter Zeit so in Anspruch nehme. Aber ich brauche schon wieder deine Hilfe. Die Galea scheinen sich noch immer im Wald herumzutreiben und nach der Ältesten der Sylphen zu suchen.
Wir dürfen sie nicht länger ignorieren. Finde sie und bereite ihnen einen gebührenden Empfang. Juhu! Hat sogar noch ein leckeres Dessert. Was gab's denn? Was denn? Ich will's wissen. Daria will's wissen. Hallo, Ouroboron. Hallo, das ist ein kleines Ouroboron. Ja, hallo. Bananenbrot mit Zucker und Zimt. Okay, Bananenbrot habe ich noch nie gegessen. Bananenbrot habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Klingt aber lecker. Und noch mehr Ouroboron. Ist einfach Brot mit ganz wenig Butter und eine halbe Banane drauf. Okay. Weiß nicht, ich habe mir da jetzt irgendwie was anderes drunter vorgestellt, aber okay. Ja gut. Ich habe noch nie gegessen. Klingt aber selber lecker. Nein, hau ab. Nein, lass mich. Okay. Dann nicht. Dann muss ich erstmal kämpfen. Was ist das? Dann das Brot, da wo ein Teig Bananen drin ist, oder? Ja, genau. Genau an sowas habe ich gedacht. Du kennst mich zu gut, Hybrid. Weißt du das eigentlich? Du kennst mich viel zu gut mittlerweile. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern... Also... weißt du nicht, was ich meine. Ich bin Macho. Nein, mein Pferd. Also mein Einhorn. Mein Little Unicorn. Okay. Antilopenkühe. Komm, euch nehme ich mit. Nee, ich kann nicht backen. Meine Schwester hatte schon auch keine Zeit, aber es steht auf der Liste. Ja, gut. Er hätte ja sein können, dass du es gebacken hast. Oder dass es jemand anderes für dich gebacken hat. Er hätte doch sein können. Mann. Antilopenkuh. Gibt es wahrscheinlich ein Level Up. Aber die Quest hier mache ich trotzdem einmal fertig. Dann habe ich das Gebiet nämlich außer da unten mit dem Freibrief. Oh ne, gibt doch kein Level Up. Hätte ich jetzt gedacht. Hi. Buskaron macht sich Sorgen wie der galäischen Soldaten im Wald. Er lässt sich nicht leicht aus der Ruhe bringen, also muss es ernst sein. Gut, wir werden nach ihnen Ausschau halten. Ah, du bist doch die Mikote, die in letzter Zeit viel für Buskaron erledigt hat, oder? Ich habe schon viel von dir gehört. Schön, dich nun auch persönlich getroffen zu haben. Auf bald. Ich kann backen. Ich kann überhaupt nicht backen. Frisches kann backen. Frisches kann sogar echt gut backen. Aber bei mir ist da Hopfen und Malz verloren. Ich bin halt leider überhaupt niemand, der backen kann. Leider. Würde ich gerne. Aber, wobei, nee, ich bin froh, dass ich kochen kann. So teilt es sich wenigstens gut auf zwischen Frisches und mir. Er backt gerne. Gut, kochen tut auch gerne, aber er backt und ich koche. Besser geht's gar nicht. Servus.
Galea im Wald, hier in der Nähe, das ist tatsächlich beunruhigend. Richte Buskeron aus, dass die Rotbaufwespen seine Augen und Ohren im Wald sein werden. Freut mich übrigens, deine Bekanntschaft zu machen. Im Wald machen viele Geschichten über dich die Runde. Viele unserer jungen Wespen freuen sich darauf, sich mit dir zu messen. Sei nett zu ihm, wenn es soweit kommt. Bis dahin, lebe wohl. Dann wäre Mehl und Milch verloren. Das vielleicht auch. Das vielleicht auch, ja. Und ich fühle mich richtig gut. Vor allem experimentiere ich gerne mit Sachen. Ich glaube, ich auch. Wissen tue ich es aber nicht. Ich ändere halt auch immer so ein bisschen mein Rezept ab. Aber ob ich da jetzt groß rumexperimentiere, weiß ich halt nicht. Ich finde zwar nicht, aber ich glaube, ich tue es. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich koche auf jeden Fall verdammt gerne. Ich habe keine Kombi getestet. Alter, das schmeckt hätte. Hätte ich gedacht, aber das ist mega. Was denn? Was hast du denn getestet? Ich kann bald ein Dingseln. Ne? Kartoffelbrei mit Apfelmus. Okay. Es klingt tatsächlich interessant. Ich glaube, es wäre jetzt nichts, was ich definitiv zusammen probieren würde, aber es klingt. Es könnte schmecken. Also für mich jetzt. Es könnte. Nicht. Für all die Abenteurer, Händler und Handwerker, die hierher kommen, ist Buskarons Haus so etwas wie ein zweites Zuhause. Die Waldläufer von Ophikas Schar geben ihr Bestes, um den Wald zu sichern. Doch manchmal müssen wir selbst für unseren Schutz sorgen. Dank dir ist der Weg zum Horst wieder frei. Vielen Dank. Sehr gerne. Der Horst ist Teil des Waldes und auf seinen Schutz angewiesen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns um den Wald kümmern und ihm Respekt erweisen. Eine zentrale Rolle dabei spielen die Baumschrate als Hüter des Waldes. Wenn einer dieser hölzernen Giganten verwelkt, man könnte auch sagen, stirbt, dann erweisen wir ihm mit einem Opferritual die letzte Ehre. Ich möchte dich bitten, dieses Opferritual für einen Baumschrat durchzuführen. Besorge als erstes Antilopen, ein Geweide von 4 Antilopenkühen. Dann brauchst du noch 2 Fliegenfallenblüten von Dämonenfliegenfallen. Die Opfergabe legst du dann an der Opferstelle vor dem verwelkten Baumschrat nieder und gehst davor auf die Knie, um den Hüter des Waldes Respekt zu erweisen. Glaub mir, dem Baumschrat mag bloß nur eine leere Hülle sein, doch der Wald wird deinen guten Willen spüren. Ein selbstgemachtes Kartoffelbrei, diesmal mit Sahne anstatt Milch. Selbstgemachtes Apfelmus von meiner Oma. Top mit Minzbasilikum. Eine Bombe. Okay, klingt echt lecker. Dann hast du kein Bild geschickt? Ich frage nochmal. Dann hast du kein Bild geschickt? Oh, wie kann man sowas vergessen? Weißt du, wie ich bei Essen bin? Müsstest mich doch langsam kennen, oder? Buskarons Augen und Ohren. Nun, wie bist du mit dem Gesinde im Wald klargekommen? Hattest du ein ungutes Gefühl, sie um Hilfe zu bitten? Sie haben keinen Respekt für die Obrigkeit oder Gesetze, aber sie haben eine Vorstellung von Ehre. Wenn sie ihr Wort geben, halten sie es auch. Es war gut, dass du persönlich mit ihnen gesprochen hast. Jetzt kennen sie dich auch und wissen, dass du keine Angst vor ihnen hast. Es kann nie schaden. Immer mehr Leute kennen dich oder haben zumindest von dir gehört. Was sich als Fluch oder Segen herausstellen kann. Das lässt sich aber kaum vermeiden, wenn man so viele Taten verbringt wie du. Das stimmt allerdings. Zu Hause gekocht, sondern bei meinem Kumpel. Ja gut, okay. Ja. Na gut. Lass ich gelten. Ausnahmsweise. Hab ich eigentlich... Nee, hab ich noch nicht. Müsste gleich irgendwo die Quest auftauchen. Du hast die Urobon erledigt, nicht wahr? Dann dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis wir wieder Flussforellen servieren können.
Der alte Buskoron ist immer so gut zu uns. Selbst wenn... selbst zu einem Schlitzohr wie mir. Deshalb kann ich es absolut nicht leiden, wenn ihm jemand krumm kommt. Selbst wenn es ein paar Ouroboros sind. Auf dich kann man sich jedenfalls verlassen. Hoffentlich bleibst du noch eine Weile hier im Horst. Ja, da ist sie. Diese galeischen Hunde hatten sich also tatsächlich in den Büschen versteckt. Gut, dass du sie erwischt hast. Das schmeckt Buskerons Bräu doch gleich wieder viel besser. Die Galeer werden sich nicht so schnell mehr in die Nähe des Horstes trauen. Jetzt wissen sie nämlich, dass wir durchaus in der Lage sind, im Wald für Ruhe und Sicherheit zu sorgen. No, no. I have no quest. Yay! Okay. Also, 2 Stunden hängen wir jetzt noch dran. Das hier kann ich jetzt einmal... Das Ding ist gerade durch. Und... Müsste jetzt eigentlich wieder starten. Ja. 2 Stunden sind durch. Passt. Weil, wie gesagt, mit Frühschuss zusammen waren das 2 Stündchen. Na, du bringst dich hier im Horst hier ordentlich ein. Was würden wir nur ohne dich machen? Neulich habe ich bei einem Glas von Buskerons Besten erfahren, dass die in der Nähe lebende Quirkengift sammeln und davon große Vorräte anhäufen. Ich weiß nicht, was sie damit vorhaben, aber es kann nichts Gutes sein. Ich bitte dich, nimm diese Feuertöpfe und spreng damit die Giftkisten in die Luft. Das wird dein Quirken einen größeren Strich durch die Rechnung machen. Ein Gehörigen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Gehörigen. Egal. Pass. Ja, meine Stechmückenlarve. Hallo, was darf es sein? Ach, du bist ja eine Abenteurerin. Was für ein Glück. Hast du gerade Zeit? Ich mache mir Sorgen um 2 Forscher, die Ruinen von Isomha untersuchen. Südlich von hier. Normalerweise lassen sie sich hier regelmäßig blicken, um eine ordentliche Mahlzeit zu genießen. und ihre Vorräte aufzufrischen. Wir haben Rang 2! Geil! Aber nun waren sie schon über eine Woche nicht mehr hier. Kann natürlich sein, dass sie... Mit irgendeiner Grabung oder so beschäftigt sind. Aber selbst dann müssten ihre Vorräte bald zur Neige gehen. Sei doch so lieb und sieh nach, ob bei ihnen alles in Ordnung ist. Ihre Anführerin heißt Irel. Den anderen Namen habe ich vergessen. Wir können Wappen machen. Juhu! Ja, dann ist mein erster Gang erstmal kurz Rückführung. Ich will Wappen machen. Wappen, 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 Wappen. Wappen, 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 Wappen. Okay, ich höre ja schon. Ich höre ja schon. Wappen, 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 Wappen. Hier war schon, ne? Ja. Ja, sehr schön. Dann muss ich aber einmal finster skalieren. Ich will wissen, wie es aussieht. Okay, sowas kann man auch machen. Genau. Mhm. Ein Wolf. Ja gut, Wölfe passen ja nicht zu uns. Ich weiß, die sind alle gesperrt, aber trotzdem. Neue Wappen. Ein schöner Schmetterding. Was gibt's dann alles für neue Wappen? Voll cool. No! Das wird dann später unseres. Was? Wir fahren nach Wacken? Nein! Wir fahren doch nicht nach Wacken. Wobei. Okay.
Dann schaue ich erstmal. Also ganz so super tolle Sachen haben wir hier ja noch nicht. Das heißt, ich würde erstmal. Das hier ist ja noch mit dem Katzenähnlichsten. Blau. Bild. Das passt halt nicht mit die Reine. Ich hab wieder was verkauft. Ein Spinnennest. Ich gucke erstmal. Mein erstes Mal wachsen, da habe ich mir extra lange Haare wachsen lassen. Vom Headbang. Okay, also auf dem Wacken war ich tatsächlich noch nie. Leider. Ich glaube, das finde ich ganz cool. So. Leute, wir haben Wappen. So. Die Snowcats haben jetzt ein Wappen. Nice. Ja, mir geht's gut. Ich hab's. Es war ein paar Probleme, aber mir geht's gut. Und Jumping. Zurück nach Mühlenbruch. Den Mond fliegen fallen. Geil ist das Kombi. So, dann geht's ja als nächstes auf Rang 3 zu dann. Okay, da kriegen wir dann nur eine größere Truhe. Wichtig wird's ab Stufe 5. Da kriegen wir erstmal nur eine große Gegentour. Hey. Mensch, wir laufen so dauernd über den Weg. Ja, dicke Katze.
Sobald wir das Gebiet hier durchgequestet haben, werde ich dann auch die Hauptstory weitermachen. Hm.